lieber Fisch, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate November und Dezember. Einmal deine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Die Karte mit Ruhe und Beharrlichkeit, da gehe ich gleich näher drauf ein, sage aber erstmal was zur Legung und begrüße dich in der kuscheligen Herbstjahreszeit. Ich mag sie sehr gerne. Und Erkältungsjahreszeit, da habe ich auch gerade was mitgenommen, aber das macht jetzt auch nichts. Freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist und hoffe, dass du die Jahreszeit auch schön genießen kannst. So, und es dir kuschelig machst. Ich sage jetzt was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte, mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein. Lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du auch den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du für 2025 eine Jahreslegung haben möchtest, buche die gerne jetzt, dann stehst du fest auf der Liste und hast sie auch rechtzeitig. Genau. Weiterhin findest du die Links zu den Kanalmitgliedschaften, zu den normalen privaten Legungen, noch einige mehr und alle Decks, die ich hier benutze, aufgelistet. Also, dann würde ich aber sagen, wir starten mal mit dem Video, beziehungsweise vielmehr mit der Legung. Du guckst, dass du innerlich dich gut zurücklehnst und das Ganze hier ja, entspannt auf dich wirken lassen kannst. Ich spüre mich in die Karte mit Ruhe und Beharrlichkeit ein. Von der Grundbedeutung her geht es darum, ja, mit Ruhe und Beharrlichkeit seinen Weg zu verfolgen und am Ball zu bleiben. Aber was es jetzt genau für dich bedeutet, da muss ich mich erstmal reinspüren. Lieber Fisch, ich habe das Gefühl, dass du sehr emotional bist, also angenehm emotional, so aufgeblüht emotional oder am Aufblühen emotional und dass es ganz wichtig ist, diesen Weg weiter zu verfolgen. Es ist für mich so, wie als ob du dich selbst in Facetten erkennst, die du lange nicht so gespürt hast, dass du in Räume in dir vordringst quasi und ja, die wieder in dein Bewusstsein holst beziehungsweise so mit dir integrierst, dass sie deiner Gefühlswelt offen stehen, dass du dich selbst, deine eigenen Aspekte gut nutzen kannst und dass du diesen Weg definitiv, dass es wichtig ist, den weiter zu verfolgen. Ich habe das Gefühl, dass du nicht alles verstehst, was so um dich rum ist, was auch mit dem Außen vielleicht ist. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Nimm das mal einfach als gegeben hin, wenn es dir so geht. Wichtig ist, das wird sich sowieso alles lösen, es gibt immer mal so eine Phasen. Wichtig ist, dass du dich an dir und deiner Gefühlswelt orientierst. Das ist wichtig und nicht an einem Außen. Ja? Das ist hier, glaube ich, der springende Punkt. Dass es ganz wichtig ist, dass du dich an dir orientierst, dem, was dir gut tut und nicht am Außen. So, ne, das heißt, ne, müssen wir jetzt hier, falls es irgendwie jemand wieder schwarz-weiß sieht, das hat jetzt nichts damit zu tun, das Außen nicht wahrzunehmen und nicht empathisch auch mit einem Außen umzugehen. Aber es gibt ein, ich habe mich selber verloren und nehme das Außen wichtiger als mich selber, weil ich mich ja auch gar nicht so richtig spüre. Ne? Und das machen wir bitte nicht. So, hier haben wir einmal die Hauptenergie, da haben wir den Buben der Stäbe. Der Bube der Stäbe für die freischwingenden Impulse. Ne? Stäbe sind dem Element Feuer zugeordnet. Wir haben hier Leidenschaft, Feuer, Lebenswut, Lebensenergie. Und die ist hier halt in keine Form gepresst. Ich werde jetzt erst die, also das ist einfach frei. Ich werde jetzt erst die komplette Legung auslegen, etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten sagen. Und wenn wir alles liegen haben, kommen wir in die Deutung. Die obere Reihe, eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die präsente Entwicklung in der mittleren Reihe und die potenziell zukünftige Entwicklung in der unteren Reihe beruht. Wir haben die 7 der Münzen.
Als erste Karte in der Entwicklung aus der Vergangenheit, die 7 der Münzen, ein Wachsen und Gedeihen lassen oder auch mal die Ernte einfahren. Dann haben wir die 6 der Stäbe für Erfolg, für etwas geschafft haben. Der König der Schwerter kann für dich stehen, muss aber nicht für dich stehen, kann auch für wen anders stehen, für Männlein, aber auch Teilaspekt von Weiblein sein. Der König der Schwerter, einer, der sehr über die Ratio geht und von der Grundbedeutung der Karte her mit den Gefühlen eher wenig verbunden ist. So, 7 der Schwerter, ein nicht ganz transparentes Handeln. Erste Karte der Präsentenentwicklung. Dann haben wir das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen für einen Neubeginn, aus dem viel wachsen kann, beziehungsweise einen soliden, stabilen Neubeginn oder eine Möglichkeit, die sich auftut. Königin der Schwerter, werden wir wieder gucken, für wen die liegt. Die geht eben auch über die Ratio. Die Schwerter sind dem Element Luft zugeordnet. Wir haben hier Vernunft, Ratio, Gedankenkraft, tralala. Kann auch wieder, kannst du sein, musst aber nicht du sein. Auch hier werden wir gucken, um wen das geht. Die 8 der Kelche, ich verlasse etwas, was, ja, wo ich merke, das ist Feuer jetzt also nicht mehr so groß und wende mich dem zu, was mich jetzt erfüllt, wo ich merke, das ist jetzt das Richtige im Leben. Und dann haben wir den Wagen für einen Aufbruch. So, dann starten wir mal und zwar der Bube der Stäbe. Erste Karte der, beziehungsweise Hauptenergie, ne? So. Der Bube der Stäbe ist auch gleiche wie hier in der Karte mit Ruhe und Beharrlichkeit. Es ist dieses Gefühl, du hast dich wiederentdeckt, neu entdeckt. Ist ganz viel Lebensenergie, die dich wieder durchfließt. Und ich sag's nochmal, du wirst vieles momentan vielleicht nicht so verstehen, weil du auf einer anderen Ebene anfängst zu funktionieren. Wenn sich in dir neue Räume auftun, beziehungsweise alte Räume wieder neu auftun, weil wovon wir hier sprechen, sind innere Aspekte von dir, die du, glaube ich, lange einfach unterdrückt hast. Und wenn die neu in dein Leben kommen, ändert sich ja deine Weltsicht. Dein Fokus verschiebt sich, die Dinge, Betrachtungsweisen ändern sich. Und das haben wir hier, das ist mein Gefühl. Und du, und da werden Dinge anders, man bewertet Dinge anders und muss wieder neu sich auf Dinge zugehen, auch bewertet Dinge neu und deswegen ist man auch nicht so fest im Sattel, wie man das sonst war. Das ist aber auch richtig, das ist jetzt einfach eine Phase, in der sich viel tut, ist man einfach mal verunsichert, weil sich die Dinge neu zueinander fügen müssen, neue Verknüpfungen quasi auch erstellt werden. Wir haben hier die Wege für unterschiedliche Wege oder eine Entscheidung können die stehen und den Klee für unterschiedliche Formen des Glücks. Und es ist hier auch ein Weg, den du gegangen bist, den gibt es für mich auch noch, ne? Den gibt es hier auch noch, aber du hast auch diesen Weg entdeckt. Und der Klee ist wieder das, wovon wir eben schon mehrfach gesprochen haben, der Klee ist dein inneres Aufblühen. Ja, ich würde es mal so liegen lassen. So, so stehen lassen. Jetzt kommen wir erstmal in die Reihe aus der Vergangenheit. Da haben wir die 7 der Münzen, die 6 der Stäbe und den König der Schwerter. Und mit den 7 der Münzen, warte mal. Ich habe mit den 7 der Münzen das Gefühl, dass du zwar emotional bei einer Sache bei warst, aber es hat einen sehr faden Beigeschmack. Also ich glaube, da hat nicht alles gestimmt. Da kam gegebenenfalls auch die Resonanz nicht so, wie das bei dem, was du an ich habe das Gefühl, auch liebevollen Input reingepackt hast. Da kam die Resonanz nicht so, wie es
man es hätte erwarten können oder du es auch erwartet hast. Das ist mein Gefühl. Wir haben hier einmal den Park, Freunde, Verwandte, Bekannte, das Umfeld oder auch ein konkreter Kontakt. Und den Ring für eine Beziehung. Kann auch die Beziehung zu dir selbst sein, aber wir schauen mal. Ja, das ist spannend. Also der Park ist auch sehr fad, sehr fade. Also da ist wenig emotionales Feedback drin. Wenig emotionales Feedback drin. Und ich habe das nicht ganz klar. Das kann aber also sowieso beides sein. Das kann eine Beziehung zu wem bestimmten sein. Es kann aber auch ein Beziehungsumfeld sein, in dem du lost bist, auf Neudeutsch mal gesagt. Der Ring sucht. Der Ring sucht Verbindung. Und ich habe das Gefühl, dass du an sich auch ein Mensch bist, der einfach auch in der Lage ist, eine stabile und auch tiefe Bindung einzugehen. Aber sowohl in den Sieben der Münzen als auch in dem Park ist so dieses, aber das, was im Außen ist, da ist irgendwie, da gibt es Schwierigkeiten. Da ist jemand nicht so aufgeschlossen. Und das muss gar nicht sogar was mit dir zu tun haben. Das kann eine Person sein. Also irgendwie hat das Außen ja immer auch was mit dem Innen zu tun. Aber sagen wir jetzt mal so, ne? Das ist was, was eher im Außen liegt, wo die Frage ist, warum hast du damit überhaupt angebandelt, wenn das dir gar nicht entspricht? Oder warum bist du in dem Umfeld? Aber ändert nichts daran, dass ich dich als beziehungsmäßig eigentlich sehr stark wahrnehme. Und hier aber ein Umfeld nicht. Ne? Jetzt haben wir mal die 6 der Stäbe. Mit den 6 der Stäben habe ich das Gefühl, dass du wie aus diesem Kontext mindestens innerlich entwichen bist. Ich habe das Gefühl, dass du angefangen hast, das Außen wie auszublenden, ist nicht das ganz richtige Wort. Aber es ist dir egaler geworden. Du hast angefangen, die Beziehungen oder die Beziehung, um die es sich dreht, mehr bei sich selbst zu lassen. Es ist so, wie es wird durchsichtiger um dich rum. Und letztendlich sind es Belastungen, die durchsichtiger geworden sind. Und dir das gut tut, weil du dich hier, ist mein Gefühl, immer mehr gefunden hast. Und hier haben wir einmal, ich wollte auch gerade sagen, mehr in dir gewachsen, also dich wachsen lassen hast. Und jetzt haben wir den Baum für Wachstum, Heilung, Stabilität. Und dann haben wir die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste. Und ich habe das Gefühl, also der Baum ist für mich dein inneres Wachsen. Wir haben hier das innere Erblühen, wir haben hier das innere Blühen, wir haben hier, hier bist du noch in einer sehr schwierigen Situation und hier ist so, oh, ich habe schon einen Schritt rausgemacht. Und der Baum wächst und wächst und wächst. Und die Mäuse sind Schwierigkeiten, die hier aber auch noch da sind. Das ist mein Gefühl. Mit den Mäusen gibt es definitiv Dinge, um die sich hier noch gekümmert werden wollte. Und zwar das, was dir lange Zeit nicht gut getan hat. Und das, da lehne ich mich mal kurz aus dem Fenster, sind mit Sicherheit eigene innere Themen. Wie kommst du auf die Idee, so eine Beziehung einzugehen zum Beispiel? Oder warum bist du da? Muss ja irgendwie, also man macht sich, also nicht die Dinge, nicht die Umstände nicht bewusst. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ja, das hast du ja aber auch alles selber kreiert. Ja, also auf den Grundnenner gebracht ist es natürlich. Ne? Was ich im Innen habe, das kreiere ich auch im Außen. Aber das klingt immer, als würde man das jetzt alles völlig bewusst machen. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber es hat sich aus dir raus entwickelt, dass du in etwas drin warst, was wirklich nicht so zuträglich war, ist mein Gefühl. Ne? Und dann ist immer wichtig, was ist denn in mir der Punkt, der das so gemacht hat? Rausfinden, heilen und gut ist. Sehr einfach gesagt, ich weiß. Aber es gibt hier auf jeden Fall noch Inneres, wollte ich sagen.
Und ich habe das Gefühl, auch Äußeres, beides, um das sich hier an der Stelle noch gekümmert werden wollte. So, dann haben wir den König der Schwerter. Muss gerade noch mal kurz genauer haben, ob das deine Energie ist oder nicht. Nee, ich habe das Gefühl, es ist die Energie von wem anders. Den ich im Großen und Ganzen als sehr distanziert irgendwie wahrnehme. Und es ist wie, dieser Mensch ist von deiner Entwicklung irgendwie berührt und nimmt das auch wahr, aber es ist so wie, als hätte dieser Mensch gar nichts, also als ob dieser Mensch das Gefühl hat, der hat damit aber gar nichts zu tun. Wo hier aber alle Glocken schreien und sagen, also Moment, doch, ne? Aber dieser Mensch das für sich nicht so richtig sehen kann. Es ist wie Selbstreflexion geht nicht so. Hier ist ja auch schon ein schwieriger Mensch, ne? Ich habe ja gesagt, kann auch ein Beziehungsgeflecht sein, was schwierig ist, aber auch ein einzelner Mensch. Und mit dem König der Schwerter ist hier ein Mensch, der das jetzt nicht so auf sich bezieht. Vielleicht ein Stück weit schon, ne? Aber da gibt es eine emotionale Schaltstelle, das ist mein Gefühl, die das nicht verschaltet, dass dieser Mensch was mit dem zu tun hat, was dir aber so auch Schwierigkeiten gemacht hat, wie als würde es irgendwie ausgeblendet werden. Puh, so, dann haben wir die Sieben der Schwerter, den Buben der Stäbe und das Ass der Münzen. Ja, die Sieben der Schwerter sind ein, ich habe mich selbst klein gehalten. Und das ist etwas, wo du ja immer mehr rauskommst und was dir hier einfach auch nochmal sehr, 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 sehr bewusst wird. Ne? Die Sieben der Schwerter sind eigentlich, kannst du die Sieben der Schwerter bis jetzt auf die komplette Legung auch oben drauf legen und sagen, das ist der Prozess, den du machst. Ein, ich habe mich klein gehalten, ich habe mich selbst nicht ganz kommen lassen, ich habe Gefühle von mir unterdrückt, ne? Ist ja ungefähr alles dasselbe. Und die Sieben der Schwerter sind dein Prozess, ist dein Prozess aus diesen Sieben der Schwertern raus, aus diesem ich zeige mich nicht richtig, ich wandle quasi im Schatten und gebe zwar Teile von mir rein, aber manches auch nicht. Ne? Das haben wir hier. Und ich habe das Gefühl, hier ist einfach, hier ist auch eine Menge immer mehr Wut im Bauch, das ist mein Gefühl, die sich zeigt. Und das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, um sich abzugrenzen, das ist wichtig, um für sich einzustehen. Ne? Wut hat immer eine Schutzfunktion, es sei denn, ich werde die Wut gar nicht mehr los, dann kann ich mal gucken, woran es denn jetzt liegt. Ne? Denn eine Wut zieht gerade und dann ist auch wieder gut. Wenn ich 20 Jahre lang Wut habe, dann bin ich 20 Jahre lang in einer Lebenssituation, bei der ich aber Teile von mir sagen, auch wenn sie nicht so gut ist, bleibt da mal drin. Ja, dann kann die Wut aber auch nicht aufhören, weil die will ja immer gerade ziehen. Oder ich habe eine sehr verletzte Wut, Instanz Wut und die könnte ich mal heilen. So, lange Rede, kurzer Sinn zu der Karte. Hier ein Rauskommen aus der Intransparenz in die eigene Authentizität, in die Authentizität sich selbst gegenüber mit einem bisschen Wut, das dabei hilft. Ne? Hier die mit dem, haben wir schon gesagt, zu dem Buben der Stäbe, die freischwingenden Impulse. Dich spüren, sagen wir mal einfach dich spüren, was immer mehr wird. Das Ass der Münzen als nächstes. Ich habe mit dem Ass der Münzen das Gefühl, dass du sehr, sehr stark dein
eigenen Wert erkennst, deinen eigenen Selbstwert erkennst. Und dass auch weiterhin letztendlich erstmal ein Prozess hier auch bleibt, der sehr emotional ist, wo es wichtig ist, war schon in der Hauptenergie drin, bei dem es wichtig ist, deine Emotionen ernst zu nehmen, dich selbst zu respektieren, dich selbst zu wertschätzen, zu spüren, was du spürst und das für dich auch in den Vordergrund zu stellen. Du hast die Gefühle nicht umsonst. Und deine Schritte abhängig von dem zu machen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Das Ass der Münzen ist ein Bleibe bei dir. Es wird, ich glaube auch, ne, da wollte ich auch eigentlich darauf hinaus, dass du hier auch nicht unbedingt verstehst, wie sich die Welt jetzt weiterentwickelt, warum du Dinge auf einmal anders fühlst. Das macht alles nichts. Es will sich das Emotionale hier erstmal durchsetzen. Es stellt jetzt viel in Frage, es stürzt Türmchen ein und dann kann es anders weitergehen. Aber hier möchte sich bei dir mit Ruhe und Beharrlichkeit das Emotionale weiter durchsetzen, dass dich einfach auch erfüllt und dass die Grundlage dafür ist, dass du glücklich durch die Welt gehen kannst. Ne? So. Die Königin der Schwerter, die Acht der Kelche und der Wagen. Oh, die Königin der Schwerter ist deine Energie und du bist, ich sag's mal auf gut Deutsch, ne? Weil das hier aber auch genauso liegt, du bist unfassbar pissig. Und du bist getroffen, du bist verletzt, du bist enttäuscht. Das warst du hier oben schon, aber hier hast du es noch nicht wahrgenommen. Und hier bist du in der Position, dass du sagst, wie konnte ich um Gottes Willen das so lange mitmachen? Wir haben hier das Buch für ein Kapitel, was geschlossen wird oder eins, was geöffnet wird oder auch mal was Verborgenes oder Wissen. Und die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Oh nee, das Buch ist geschlossen. Das Buch ist so geschlossen, wie die Dame hier sauer ist. Das Buch ist so geschlossen, wie die Dame sauer ist. Und das ist dein Blick mit der Sonne, aber auch nach vorne. Das ist ganz wichtig, dass du bestimmte Sachen hinter dir lässt. Das ist mein Gefühl. Und das musst du auch nur, du musst sowieso gar nichts machen. Immer so machen, dass es dir gut mit dem Ganzen geht. Ne? Auch ein Schluss machen mit einer Situation ist ein Prozess, der über viele Stufen geht. Wir haben hier die ganzen Stufen von einem bestimmten Prozess liegen. Und hier ist so das Gefühl, dieses Buch schließt sich, weil du es aber auch unfassbar fühlst und weil du sagst, nee, wie konnte ich denn? Und durch das geschlossene Buch tun sich ganz neue Welten auf bei dir. Ne? Es ist auch so, es muss manchmal erst eine Tür zugehen, damit sich eine andere öffnen kann. Die Acht der Stäbe. Kelche. Ich nehme dich immer noch relativ sauer wahr mit den Acht der Kelchen. Das ist ein, du verlässt eine Situation. Hier ist so dieses, oh Gott, nee, und das muss ich beenden. Und es tun sich neue Welten auf. Du verlässt eine Situation und du bist so unfassbar sauer. Also das zieht richtig von unten einmal durch und bebst richtig vor meinem inneren Auge und gehst weiter zu dem, was für dich das Richtige ist. Ich habe das Gefühl, hier oben ist ganz klar, wenn ich Gefühle nicht zulasse, wenn ich mich in der Situation halte, dann unterdrücke ich auch einfach ganz viel Wut. Ich kann ja nicht permanent Wut spüren, 20 Jahre oder wie lange auch immer. Ne? Da muss ich viel unterdrücken. Und hier ist so dieses, ich bin aus der Situation raus und jetzt kommt es richtig durch. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob du eine Person, ob du merkst, eine Person, so wie das ist, geht es nicht. Ich gehe erstmal weg. Es kann sich später anders regulieren, aber jetzt für den Moment geht es so nicht für mich. Ob das so ein ganz krasser Schritt ist oder ob das irgendwelche
emotionalen Aspekte sind, die sich hier lösen, die aber nicht gleich mit einer Trennung von einer bestimmten Person, zusammenhängen. Das wirst du auch für dich selber wissen. Einfach nur für dich wichtig, dass du natürlich guckst, inwieweit das hier starke Auswirkungen auf dich hat oder nicht so starke und auf dein Leben. Aber das wirst du auch selber wissen. Ich wollte es nur noch mal sagen. Das Ganze natürlich nur, wenn du hier mit in Resonanz gehst. So, der Wagen. Ein Aufbruch. Mit dem Wagen habe ich das Gefühl, dass du dich in eine neue Richtung aufmachst und dass du noch sehr verletzt bist. Die neue Richtung fühlt sich für mich sehr stimmig an. Ich ziehe nochmal zwei Karten dazu. Und du bist aber hier noch dabei, dich von alten Verletzungen zu erholen. Wir haben den Fuchs für mit Ratio vorgehen. Erstmal im Großen und Ganzen und den Anker für sich an der richtigen Stelle verankern oder an der falschen und vielleicht auch mal nicht mehr wegkommen. Wir gucken mal. Ich habe das Gefühl, dass es hier genau die Zeit ist, sich überhaupt nicht zu verankern, dass es hier ganz, ganz dolle darum geht, dass du weiter in deine Freiheit stürmst, dass du erstmal dich findest, dass du dich von dem, was du wahrscheinlich mit dieser Person, König der Schwerter hier oben, durchlebt hast. Vielleicht steht der König der Schwerter auch für einen Personenkreis, die eben bestimmte Charakteristika, die ich eben gesagt habe, quasi aufweisen. Der Fuchs ist unfassbar erledigt im Sinne von erschöpft. Der Anker ist viel zu viel. Der ist wie Blei. Und es ist hier, habe ich das Gefühl, wichtig, überhaupt in eine Position, wo du sagst, du verankerst dich irgendwo, ne? Also du legst dich irgendwie fest. Auch bei einer Person ist hier überhaupt nicht dran. Das macht dich, das erledigt dich. Ne? Und da bist du auch hier. Ich habe ja gesagt, auch der Wagen fühlt sich so an, da sind noch Verletzungen, die wollen noch geheilt werden. Mach deinen Weg erstmal für dich. Guck, dass es dir gut geht, dass du gut auf die Beine kommst. Guck, wo du in einem Jahr stehst. Ne? Gib dir ein bisschen Zeit für deine Entwicklung und lass dich erstmal genesen. Ne? Und dann guck neu, wie du dann stehst. Ich ziehe zwei Karten zu deinem Prozess, die lese ich auch nur vor und du guckst, was es mit dir macht, warum die Karte jetzt kommt. Erste Karte aus dem Aspekte-Kartenset, da haben wir die Karte Flow, einmal die Karte Flow und dann noch eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Da guckst du, ob die ganze Karte was für dich ist oder vielleicht auch nur ein bestimmter Teil. Mein inneres Kind liebt Besonnenheit. Das Kind in mir ist von jeder Handlung vollkommen beansprucht. Ich nehme mir ein Beispiel daran und schenke meinem Tun jederzeit volle Konzentration und Hingabe. Gelingt es mir einmal nicht, in meiner Aufgabe vollkommen aufzugehen, lege ich eine Pause ein. Mein inneres Kind leistet mir dabei Gesellschaft. So, dann ziehe ich drei Karten zu eurer Beziehung. Wir haben hier einmal die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter für eine Heilungsphase auf deiner Seite, zwischen euch die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Und dann haben wir auf der Seite deines Gegenübers das Rad des Schicksals, das sich weiterdrehen möchte. So, die Vier der Schwerter und die Sonne. Ja, die Vier der Schwerter sind ganz, ganz klar und sehr groß gefasst dein Genesungsprozess. Immer mehr Selbstanbindung, die du einfach spürst, ein immer besseres mit dir selber verbunden sein, Fokus auf dich gerichtet, vom Außen abschalten. Das ist hier das Gefühl hinter den Vier der Schwertern.
Und auch, was auch mit drin ist, ist aber auch ein, wie der Blick öffnet sich auch nach vorne und dieses Wissen, es kann auch viel schöner sein. Es kann auch anders sein. Ich habe eine andere Vision, ich habe ein anderes Ziel. Ich verfolge, ich weiß nicht, welches Ziel ich hier verfolgt habe, aber es verfolge ich nicht mehr. Ne? Die Sonne. Ja, die Sonne steht für mich für eine Trennung. Und das muss keine Kompletttrennung von einem Partner sein. Aber es steht für das Beenden von Mustern, die überhaupt nicht gut getan haben. Es ist Trauer drin, aber auch eine belebende Trauer, eine, oh Gott, ich spüre mich, es ist gut, dass die Gefühle kommen, dass ich das zulassen kann. Es setzt viel Kraft frei, Emotionen frei, die Trauer. Hier ist Licht am Ende des Tunnels. Ja, mit der Sonne. Das ist mein Gefühl. Und wir gucken uns jetzt in der weiterführenden Legung dein Gegenüber an. Das Rad des Schicksals. Ich gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Link ist in der Infobox. Lieber Fisch, freue mich sehr, dass du hier warst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Das unterstützt so einen Kanal immer sehr. Und dann würde ich sagen, bis gleich oder wie immer, bis hoffentlich bald.